Hi Geeks und Nerds, Charles von Movieflip hier. Auf der CES hat Samsung dieses Jahr ja die neue Galaxy Tab Pro Reihe vorgestellt. Das war Anfang des Jahres im Januar. Warum ich damit jetzt nochmal anfange, hat einen einfachen Grund, denn ich habe das Galaxy Tab Pro 8.4 jetzt hier zum Test bekommen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier in diesem Video mal ein schnelles Unboxing, was noch recht fix gehen wird, und dann anschließend ein paar erste Eindrücke zu dem Gerät. Also legen wir doch gleich mal los, oder? So, bevor wir jetzt zum eigentlichen Auspacken von dem Tablet kommen, noch ein paar Worte zur Verpackung. Klar, so dieser, ich sag mal, Verpackungsstil dürfte den meisten inzwischen bekannt sein, diesen Verpackungsstil, den Samsung fährt seit einiger Zeit. Hinten gibt es dann nochmal die technische Ausstattung zu begutachten. Snapdragon 800 ist mit dabei, 4800 mAh Akku, 8,4 Zoll Display, natürlich, der Name sagt es ja bereits. Mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln, ist ein LCD, also beziehungsweise ein super clear LCD. Kann LTE Cat 4, und ich habe es übrigens auch in der 16 GB Version, wie man dann hier oben sehen kann. Ne? So, Auspacken angesagt. Das geht ja relativ fix, denke ich mal. Da haben wir schon das Tablet. Also natürlich 8,4 Zoll kann man noch relativ angenehm in einer Hand halten. Ne? Also das geht schon noch, ist jetzt noch nicht zu groß. Und ja, ist eine nette Zwischengröße, würde ich jetzt ganz spontan mal so behaupten. Tablet weg. Was haben wir noch drin? Netzstecker, klar. Micro-USB auf USB-Kabel, ebenso klar. Und natürlich auch klar sind die typischen Kurzanleitungen, die wie immer keinen Schwein interessieren. Also weg damit. So, das war es jetzt eigentlich auch zum Auspacken an sich. Ne, viel gab es da jetzt nicht zu sehen, viel Standardkrams. Und dann machen wir gleich mal weiter mit meinem ersten Eindruck. Ne? Also bis gleich. So, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, um mit dem Galaxy Tab Pro 8.4 rumzuspielen, und kann euch dann dementsprechend auch natürlich einen kleinen gewissen ersten Eindruck vermitteln zu diesem Android-Tablet. Handlichkeit, wie ich bereits beim Unboxing sagte, ist vollkommen gegeben. Im Portrait-Modus kann ich locker mit einer Hand umgreifen, obwohl ich jetzt auch keine Monster-Griffel habe, ja. Also das ist vollkommen in Ordnung. Was mir allerdings aufgefallen ist, im Landscape-Modus, da hat man hier eben auf einer Seite die drei Buttons, und da hat man dann relativ wenig Spiel zwischen Handfläche und den Buttons, sodass man, wenn man eben nicht aufpasst, gerne mal auf diese Buttons raufkommt. Da gewöhnt man sich dann sicherlich dran nach einer Zeit, klar, damit es nicht mal passiert, aber eben wie gesagt, man muss eventuell ein bisschen aufpassen, was ich nicht habe, und deswegen bin ich schon ein paar Mal auf die Buttons raufgekommen im Landscape-Modus. Die Rückseite ist natürlich in diesem Fake-Leder-Stil-Guiden, den Samsung seit dem Galaxy Note 3 zu nutzen pflegt. Optisch war ich jetzt nie so wirklich extremer Fan von diesem Stil. Die Wertigkeit aber, das wie es sich anfühlt, ist aber echt nicht schlecht. Das tut Samsung echt gut, dass sie dann auf dieses ja, angeraute Kunststoff setzen. Weil es fühlt sich echt in Ordnung an, also man kann es echt gut anfassen, und natürlich auch sammelt es nicht so viele Fingerabdrücke dann auf der Rückseite wie die Glossy Kunststoff Rückseiten, die sie halt früher immer gerne genutzt haben. Insofern mit der Optik, ja, ich sehe die Rückseite jetzt nicht so oft, sag ich mal, und vom Gefühl her ist es echt nicht schlecht, also kann man mit leben auf jeden Fall, ist vollkommen in Ordnung. Android als solches, 4.4.2 KitKat ist da drauf, natürlich mit TouchWiz, den Anpassungen von Samsung. Bedient sich jetzt bisher eigentlich schon echt ziemlich flüssig, macht gewissermaßen sogar dann Spaß, ja. Kann ich echt nicht wirklich was Negatives zu sagen für den Moment natürlich. Man muss natürlich immer wieder auch dann absehen, wie sich das Ganze über einen gewissen Zeitraum dann hinweg dann verändern könnte oder eventuell auch nicht natürlich. Zum Beispiel mit der Galerie-App, wenn die mit Fotos gefüllt ist, dann wird die ja gerne mal sehr, sehr langsam, und da muss man eben natürlich schauen, wie gesagt. Aber für den Moment, für diesen ersten Eindruck, muss ich sagen, gefällt mir das, wie sich TouchWiz oder beziehungsweise dann eben Android als solches hier bedienen lässt. Das ist sehr flüssig, der Snapdragon 800 verrichtet sein Werk eigentlich recht gut, das muss man sagen. Was habe ich denn hier bekommen? Okay. So, hier sieht dann natürlich wieder diese typischen Samsung-Anpassungen, die Einstellungen sind in verschiedene Reiter unterteilt, und so weiter und so fort. Ihr habt dann hier euer Magazin auf Flipboard-Basis und so weiter und so fort, etc. pp.
kennt ihr sicherlich alle schon von den letzten Samsung-Geräten. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, deswegen brauche ich auch nicht großartig weiter zu erzählen. Was ihr wissen sollt, ist, dass ihr das eben gut bedienen lässt, also bisher, und dass es halt eben auch Spaß macht. Jetzt in den letzten, also in den ersten Stunden, sage ich mal. Wie sich das Ganze natürlich weiter verändern wird, wie gesagt, wird sich über die nächsten Wochen hinweg dann zeigen. Da werde ich dann im letztlichen Testbericht da natürlich auch detailliert drauf eingehen. Für den Moment reicht das sicherlich für einen ersten Eindruck. Den Beitrag dazu verlinke ich unten in der Beschreibung, wenn ihr den nachlesen wollt, auf movieflip.de. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum letztlichen Testbericht wieder. Ne? Bis dahin. Ciao.